Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, der letzte Part dieser kurzen Aufnahmesession. Nicht, dass ich keine Lust mehr hätte, was schon fast zutrifft, aber ich muss auch noch FIFA aufnehmen. Von daher muss ich hier ein bisschen weitermachen. Ja. Fünf Schüsse, drei aufs Tor, bla bla bla. Chancen 5 zu 4, Ballbesitz hier unten. Ja, hat der Gegner mehr, aber trotzdem. Ich finde, ein Unentschieden wäre gerechter gewesen, aber was soll's. Wir hatten uns viel ausgerechnet und sind gut ins Spiel gekommen, aber wenn man Ambitionen hat, muss man auch seine Chancen nutzen. In der zweiten Halbzeit haben wir eine Menge probiert, aber am Ende haben wir wieder einmal in Lillestrøm die Punkte abgegeben. Ja, damit sind wir immer noch Tabellenletzter ohne Punkt. Absolut nicht das, was wir wollen. Aber wir gucken jetzt, dass wir ein paar Neuzugänge kriegen, damit das wenigstens ein bisschen hier vorangeht. Bisher nur ein Tor in der Liga, das ist erbärmlich. Douglas Costa zu Leverkusen. 11 Millionen. Tja, wer Geld hat, ne? Wer das Geld hat. Das Spiel gegen Ried gibt's wie gesagt dann im nächsten Part. Wir machen hier noch ein paar letzte Anpassungen und dann sind wir durch. Alle natürlich nicht gerade in Bombenform. Ist hier klar. Ha, was willst du machen? Müssen einfach weitermachen. Irgendwann kommt das Glück auf unsere Seite. Und dann kriegen wir vielleicht Ergebnisse auch mal gebogen. Viel können wir jetzt nicht reden. Von daher würde ich sagen, stellen wir die Mannschaft nur noch ein für das Spiel. Und dann hoffen wir mal, dass es irgendwann der Schalter umgelegt wird. Castrati vielleicht wieder knipst. Und ja, mal gucken. Wir sehen uns auf jeden Fall dann im nächsten Part wieder in der nächsten Aufnahmesession. Wie gesagt, Ødegaards Weg an die Weltspitze des Fußballs kommt nur am Wochenende erstmal, da ich sonst nicht mehr Zeit habe aufzunehmen. Und ich hoffe, ihr guckt das immer noch gerne, unterstützt mich. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp, wie ich vielleicht in der norwegischen Liga ein bisschen besser zurechtkomme. Und ich hoffe, ihr seht das genauso, dass das Spiel gegen Basel einfach nur gekauft war. Das sitzt mir immer noch in den Knochen. Von daher ist das, glaube ich, ganz gut, dass ich die Aufnahme beende und dann in ein paar Wochen wieder optimistischer und ohne diesen Gedanken in eine neue Aufnahme gehe und frische Ideen habe. Von daher danke fürs Zuschauen und ja, wie gesagt nochmal, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben, könnt gerne Tipps und Tricks schreiben, wie ich hier irgendwie was besser machen kann. Ich bin immer für offen. Champions League wäre schöner gewesen, wenn man unter anderem Mittwoch spielt und nicht Donnerstag und somit einen Tag mehr hat zum Regenerieren, aber sollte halt nicht sein. Die guten Leute aus Basel haben uns geschlagen, waren Favorit, aber ich finde, wir haben uns so gut geschlagen, dass wir das verdient, weiterzukommen. Aber gut, böse Teil, Fußballgeschäft wird vom Geld regiert. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, ciao, ciao, und einen schönen Tag.